Hallo liebe Gartenfreunde, heute ist der 29. August und ich denke, es wird mal wieder Zeit für einen Gartenrundgang. Ich will euch mal zeigen, was noch so alles bei uns im Garten ist, beziehungsweise was ich auch noch eingepflanzt habe. Wir starten wieder hier oben, wo wir die Hokkaido-Kürbisse hatten. Auf los geht's los! Ja, wie ihr sehen könnt, die Hokkaidos sind abgeerntet. Da zeige ich euch nachher auch gleich mal die Lagerstätte, wo ich diese jetzt im Moment lager, weil ja unser Keller noch nicht ganz fertig ist. Ja, die Pflanzen haben es getan. Das wird hier demnächst auch weggemacht. Die andere dort hinten sieht noch ein klein bisschen besser aus. Aber wie gesagt, die Kürbisse habe ich alle abgemacht, denn jetzt kommen keine Früchte mehr. Hier lagern denn die Hokkaido-Kürbisse. 5 Stück haben wir geerntet, einen richtig schönen großen. Solange wie der Keller noch nicht fertig ist, habe ich hier so eine Abseite, wo ich das bisschen lager. Aber ich denke mal, das geht hier auch. Ja, dann habe ich schon mal, ich gehe mal mit euch hier so rüber, ich hoffe, das sieht man, schon mal die rote Beete hier geerntet. Die gelbe habe ich schon eingekocht. Das ist jetzt hier noch die rote und diese Chicoria, diese weiß gestreifte. Die werde ich jetzt auch die nächsten Tage hier einkochen. Ja, und hier habe ich dann so einen kleinen Platz, wo ich mein ganzes Eingekochtes schon mal hinstelle. Hier schon mal die gelbe Beete sozusagen. Mal gucken, wie uns die schmeckt. Und hier habe ich dann diese mexikanischen Mini-Gurken eingeweckt. Mal gucken. Aber da gibt es auch noch ein extra Video. Hier ist dann auch noch ein bisschen eingewecktes. Gut, machen wir mit dem Gartenrundgang weiter. Hier an der Hauswand habe ich ja auch ein paar Tomaten stehen. Das hier zum Beispiel ist die Wildtomate Puppis Grease. Die hat so ganz leicht, wie so ein Pfirsich, müsst ihr euch vorstellen. Schmecken tut sie sehr gut, aber sie hat wirklich eine ganz harte Schale. Aber ich denke mal, das ist dem Sommer zuzusprechen. Denn ich habe gelesen, dann bilden die auch vermehrt harte Schalen aus. Gut, aber wie gesagt, die nehme ich jetzt auch zum Einkochen, denn ich will jetzt auch noch Tomatensaft wieder einkochen. Das hier ist die gelbe Cherry-Tomate Cerise. Also die schmeckt auch sehr lecker. Da werde ich eben jetzt, wie gesagt, von den Rest Tomatensaft kochen. Oder noch ein paar trocknen. Na, von den kleinen hier nicht, aber im Gewächshaus sind noch ein paar große Fleischtomaten. Das ist die Cerise Rot. Und hier sind jetzt meine Birnchen, die ich ja von dem Thomas von am Kirschbaum links habe. Hier könnt ihr erkennen, das sind Birnchen. Also es sind da einige, haben sich wohl gekreuzt bei Thomas. Ich weiß es nicht. Hier ist auch noch die typische Birnenform. Also die drei hier, das sind Birnchen und dann ist aus dem gleichen Saatgut diese hier rausgekommen. Also da kann man unschwer erkennen, das sind keine Birnchen mehr. Und so eine habe ich dann auch im Gewächshaus, da habe ich auch schon geerntet, aber die sind auch wirklich schön süß. Schmecken mir auch, haben auch nicht so eine harte Schale. Aber wie gesagt, da hat sich wohl ein bisschen was gekreuzt, aber das ist nun mal so, ne? Hier, das sieht mir auch wieder aus wie ein Birnchen. Ich hoffe, dass die alle noch reif werden. Die Woche soll es ja noch schön warm bleiben und dann nachher soll wahrscheinlich schon der Herbst kommen, Anfang September. Ich hoffe, sie reifen noch aus, dass ich hier wenigstens ein Gläschen Ketchup machen kann. Ja, und hier sieht man eben auch nochmal die typische Birnenform. Also es sind zwei Pflänzchen bei, die dann eben die runde Form haben, was da nicht als Birnchen entspricht. Ja, hier habe ich dann nochmal eine Gurke, das ist diese helle Delikat hieß die, glaube ich. Die hat auch hier draußen sehr gut getragen. Eine habe ich hier am Gewächshaus und sie setzt immer noch Gurken an. So langsam kommt aber auch hier, wie ihr sehen könnt, die Braunfäule, aber ich denke mal, das ist ganz normal. Wir haben mittlerweile ja, wie gesagt, schon Ende August. Ja, hier steht die Johannisbeertomate. Ja, die hat wirklich auch ganz viele Früchte, aber die schmecken mir dieses Jahr irgendwie auch nicht. Auch die Schale so hart. Wie gesagt, das kann auch am Wetter liegen.
Aber die naschen wir immer so, wenn wir mal draußen sind. Hier unten sind gerade ganz viele, sehe ich gerade. Ja, die werde ich dann mal so immer so nebenbei naschen. Gut, gehen wir runter in den Garten. Hier seht ihr die Physalis. Einige Früchte konnte ich schon ernten. Aber dies Jahr sie haben sehr viele Früchte dran, aber das war eine Zeit hier sehr kalt. Nachts schon 10 Grad, das hat denen nicht gut getan. Naja, wie gesagt, ein paar warme Tage kriegen wir jetzt ja noch. Und da werden bestimmt noch einige ausreifen. Die Früchte zum Beispiel nehme ich wirklich nur zum Naschen, da koche ich nicht ein. Da mache ich gar nichts, da wird nur genascht. Ich habe euch mal hier drei reife Früchte abgemacht. Wie gesagt, das sind hier aber auch schon Spuren. Hier war eben sogar ein, na, wie heißt das? Hier sind so irgendwelche Eier. Also das ist zu feucht gewesen. Die sieht hier ganz gut aus. Die werde ich jetzt auch gleich naschen. Und diese auch. Also es reifen welche nach. Aber es sind eben in den Höhlen hier sind viele Kleingetiere drin, wo man dann erst nicht gleich essen kann, sondern sich erstmal die Physalis nehmen muss und abwaschen, was ich eigentlich so nicht kenne. Gut, dann schwenke ich euch mal rüber zu den Gurken. Da gehen wir gleich mal dichter ran. Das sind ja hier die mexikanischen Mini-Gurken. Geschmacklich finde ich sie nicht doll. Also wenn man sie jetzt so roh isst. Sie haben eine sehr, sehr harte Schale und sind so ein bisschen säuerlich. Ich habe jetzt auch hier schon den größten Teil abgeerntet und eingekocht, so wie Gewürzgurken ein bisschen. Und der Rest, der jetzt hier dran ist, den möchte ich mal einfach so wie eine Schmorgurke abschmoren und mal gucken, was uns da am besten schmeckt. Wie gesagt, hübsch sehen sie wirklich aus, kann man nicht sagen. Aber geschmacklich so pur mag ich sie nicht. Ja, dann ist hier ja noch die Zucchini. Also von denen nehme ich keine Früchte. Zeige ich euch auch gleich mal warum. Hier seht ihr das. Das sollte eigentlich dieser Crown of White sein. So ein wie so ein bisschen auch wie der UFO-Kürbis, aber ganz weiß. Da ist einmal hier so eine Frucht. Und dann an derselben Pflanze, zeige ich euch mal, so sieht die Form dann aber schon aus. So sollte sie aussehen, aber eigentlich hellweiß. Und das ist ja hier kein Weiß, das ist ja, ja, grün gestreift. Wie gesagt, das habe ich jetzt das zweite Jahr ausprobiert. Dieselben Samen hatte ich ja noch welche übrig. Also da ist irgendwas gekreuzt worden. Ich kann mir nicht vorstellen von mir, eher nicht, weil ich habe keine Zierkürbisse oder der ähnlichen. Ja, kann ich euch gar nicht sagen, warum. Also die lasse ich jetzt auswachsen und dann wird das ein bisschen als Deko genommen, aber nicht zum Verzehr. Ja, das hier nebenan ist ja der Patisson Zucchini, dieser UFO-Kürbis, da habe ich richtig schön geerntet. Hier ist nochmal eine wunderschöne Blüte. Aber ich glaube, Früchte hat sie jetzt auch nicht mehr dran. Ne? Da habe ich soweit alle abgeerntet. Ich noch eine. Ah. Hier bilde ich noch eine auf. Der wird dann auch so schön weiß. Also die schmeckt super, der kommt nächstes Jahr auch wieder in den Garten. Und hier ist noch diese andere Sorte von diesen Snack-Mini-Gurken. Hier sind auch noch ein paar dran. Das wird demnächst alles abgeerntet. Und wie gesagt, die versuche ich dann mal so zu schmoren. Wie eine Schmorgurke halt. So, das ist die Ausbeute von ungefähr 6 Pflänzchen. Ja, dann kann ich mit euch gleich mal hier zu meinem Vorzugskräuter und was weiß ich Beet gehen. Und guck mal, wie hier meine Schilder liegen. Also hier diese Elstern, die reißen hier alles raus. Also hier habe ich jetzt nochmal, das ist der Wahnsinn, diese Schilder lieben sie. Also nächstes Jahr gibt es keine Schilder mehr. Nächstes Jahr werde ich kleine Steinchen nehmen. Hier sind jetzt nochmal
diese Teltower Rübchen drin, da habe ich nochmal nachgezogen. Die lasse ich hier stehen. Dann habe ich hier noch ein bisschen Feldsalat. Da ernte ich immer jeden Abend mir ein bisschen ab, mache mir das aufs Brot. Scheibe Wurst unter oder Käse. Beste, was geht. So, und hier sind eben noch, wie gesagt, ein paar Jungpflanzen. Einmal die Teltower Rübchen hier und hier die Mairübe. Die sahen erst so krekelig aus, aber die kommen jetzt. Und die pflanze ich jetzt immer so nach und nach in die Stellen, wo jetzt was frei geworden ist. Also das ist ja Wahnsinn, wie die hier die Schilder rum. Ja, der sieht hier mal nicht so gut aus. Weiß ich nicht, lass es erstmal noch stehen. Die Mairübe hier sieht gut aus. Hier habe ich noch ein bisschen Basilikum, was allerdings jetzt fast schon in Blüte gehen will. Ja, da nehme ich mir immer, wenn ich mal meinen Tomatensalat, da nehme ich mir immer ein bisschen ab. Dann habe ich hier unten Schnittlauch, Mayo, ach nee, wie heißt das hier? Liebstöckel, also Mackikraut. Ja, und schon sind wir bei der Erhöhung angelangt. Erhöhung Nummer 1. Hier vorne ist noch eine Gurke drin. Aber ich denke mal, die hat es getan. Da habe ich aber letztes noch genug abgeschnitten. Die hat auch sehr guten Ertrag gebracht. Das war die Best Alpha. Aber ich denke mal, die Zeit ist jetzt um. Ah nee, hier ist noch eine. Die können wir auch noch ernten. Aber so langsam geht es dem Ende zu mit Gurken. Ja, dann habe ich hier ja selber ein Eisberg hat es geschafft. Mal sehen, wie der noch wird. Und hier ist die Chili Balito von der Beate. Und sie färben sich jetzt langsam rot. Ich denke mal, dann sind sie nachher auch erntereif. Aber hier sind noch ein Haufen grüne Chilis dran. Wie gesagt, wir essen gar nicht gerne so scharf. Aber das werde ich, die Chili werde ich trocknen im Dörrgerät und werde dann davon Pulver machen. Die sehen klasse aus. Also für draußen und wie viele Früchte die trägt, Wahnsinn. Ja, hier in dem Kübel waren ja Möhren. Die habe ich ja schon abgeerntet. Und hier habe ich mir jetzt ein bisschen Feldsalat reingemacht. Und der kommt auch ganz gut. Das kann ja auch hier drinnen stehen bleiben. Der mag es ja auch kalt. Hier habe ich dann, das sind hier auch nochmal Teltower Rübchen. Ja, hier habe ich dann mal Direktsaat gemacht, habe dann immer so 2-3 Körner rein und hier bleibt dann nachher die kräftigste Pflanze stehen. Und dann können die hier auch noch wachsen, genauso wie hier auch nochmal Rübchen. Hier seht ihr, sind sogar 3. Aber wie gesagt, da lasse ich die kräftigste Pflanze stehen, weil hin und wieder, das kann man hier ganz gut erkennen, wird dann doch von irgendwas zerfressen und dann steht noch eine zweite Pflanze. Irgendwas beißt mich hier gerade so. Und hier habe ich nochmal versucht, den Stängelkohl Broccoletti direkt einzusehen. Auch immer so 3-4 Körner reingemacht. Und hier kommt der richtig gut. Ich will hoffen, dass der jetzt nicht mehr schießt, weil der ist mir ja sofort in die Blüte gegangen. Und hier bleiben dann auch die kräftigste Pflanze stehen, oder ich nehme die kräftigsten Pflanzen noch. Ich habe jetzt hier die Bohnen schon abgeerntet, zeige ich euch gleich in der Erhöhung 2. Vielleicht setze ich die dann da noch mit rein. Wir kriegen das schon hin, denke ich mal, mit dem Broccoletti. Ja, und hier in dem nächsten Kübel, wie gesagt, hier waren ja überall die Möhren drin, ne? Die habe ich hier abgeerntet. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel von der Nadine von Sandlebens Gartenkanal habe ich Asiasalat bekommen. Das zum Beispiel ist hier Blattsenf. Da bin ich echt mal gespannt, wie der schmeckt. Und das hier ist Green in Snow. Das sieht doch schon ganz schön aus. Also der kann ja auch ein bisschen im Kälteren stehen dann nachher. Da muss ich Nadine noch mal fragen, aber ich treffe sie ja bald. Da werde ich mich noch mal genauer informieren. Ja, und hier habe ich noch mal Möhren ausgesät, ein kleiner Versuch. Möhren und Radieschen, aber ein paar Radieschen sind gekommen. Aber ein paar Möhren kommen hier auch. Wenn es Inbus ganz kleine Fingermöhren werden, ist egal. Der Kübel steht nicht leer. Und so kann man noch ein bisschen nutzen, bis der Frost kommt. Ja, dann schwenke ich euch schon mal gleich rüber. Hier ist ja dann die Erhöhung 2.
Und hier standen ja die Bohnen drin und die rote Beete. Und wie ihr sehen könnt, ist hier jetzt noch gar nichts mehr drin. Habe ich die Tage nicht geschafft. Also hier werde ich dann eben die kleinen Pflänzchen, die ich euch eben gezeigt habe, die werde ich dann hier nachsetzen. Einmal auflockern das Ganze, ein bisschen nass machen. Wir haben noch Brennnesseljauche. Und dann kommen die anderen Pflänzchen hier rein. Hier habe ich immer noch die Bohnenstiele so ein bisschen stehen lassen. Das mache ich dann nachher raus, wenn ich das bepflanze. Aber ich denke mal, das wird erst nächste Woche was. Eher habe ich keinen frei. Ja, und dann schaut euch mal diese Pflanze an. Ich gehe jetzt mal so rum. Ich hoffe, in irgendeinem Winkel sieht man das richtig schön. Ich glaube, so ist gegen die Sonne. Muss ich doch noch mal einmal rum. Die lila Luzi. Die da hinten ist noch schön. Ich habe zwei von denen, aber ich finde diese Pflanze so wunderbar. Hier sind jetzt ein Haufen lilane Chilis. Und hier kommt schon eine, die wird orange. Und Nadine sagte mir, glaube ich, wenn sie rot sind, sind sie ausgeerntet. Ja, dann warten wir mal noch ein bisschen. Aber so allein diese Pflanze, diese richtig schicken Blüten finde ich toll. Also das ist auch eigentlich, die könnte man sich auch eigentlich so im Blumenbeet reinstellen. Das macht sich bestimmt auch gut. Ja, hier habe ich dann noch in den ersten diese Snackgurke, wie hieß die noch? Ich glaube, warte mal, ich muss gucken. Piccolino. Die ist der absolute Wahnsinn gewesen. Also jetzt seht ihr auch noch mal die Pflanze. Sie fängt jetzt erst an braun zu werden, aber die hat den ganzen Sommer über uns richtig reich beschert mit Gurken. Und hier kommt noch eine, die Pflanze hat sich sehr gut gehalten. Sehr viele Früchte. Jetzt natürlich geht auch so langsam hier die braunen Fäule rein. Aber hier seht ihr noch, habe ich eine noch gefunden. Die werde ich nachher abenden. Hier, das reicht. So sind die genau richtig. Die sind geschmacklich richtig toll. Also die kommt nächstes Jahr wieder rein. Ja, hier habe ich jetzt entweder eine Mairübe oder ein Teltower Rübchen. Wie gesagt, ich habe die Plätze immer genutzt und habe da was reingesteckt. Aber das sieht man ja nachher, wenn man sie erntet, was man dann hat. Also ich denke eher, das ist ein Teltower Rübchen hier. Und dann habe ich hier noch am Rand ein paar Zwiebeln, aber die werde ich jetzt demnächst auch rausnehmen. Und dann gehen wir mal zur Erhöhung 3. Ja, hier ist eben die andere lila Luzi noch. Hier ist auch schon eine gelbe dran. Und da unten sehe ich gerade auch schon eine rote. Aber die Pflanze, wie gesagt, ich liebe sie. Hier habe ich dann noch ein bisschen Rauke reingemacht. Wilde Rauke. Und hier sind auch noch ein paar Steckzwiebeln in dem Kübel. Jetzt schlängel ich mich mal hier durch. Moment. So, das ist jetzt noch der Rest Bohnen, den ich hier habe. Und wie ihr sehen könnt, die haben es auch getan. Da ernte ich jetzt demnächst noch ab. Ein paar schöne sind noch dran. Die werden dann entweder frisch gegessen oder ich friere sie ein. Das weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Aber in den nächsten Tagen muss das geschehen. Ja, dann habe ich hier noch auch eine Gurke. Das war die Salamander. Die kam erst nicht aus dem Tee. Und jetzt bringt sie mit mal Früchte. Und so hat man denn immer noch nach und nach. Ich gucke mal, ob ich hier noch was übersehen habe. Ne, die zwei Gurken noch. Und hier oben habe ich wieder ein Weinrübchen mit drin. Ja, und hier ist die Wassermelone. Ich weiß jetzt gar nicht, welche das war. Entweder Crisscross oder Alibaba. Die ist so schön gewachsen. Aber sie hat auch hier eine Frucht dran, aber ich denke mal, das wird nichts mehr. Dieses Jahr haben wir damit kein Glück, außer bei dieser hier. Die hat eine richtig schöne Melone dran. Ich glaube, das war die Alibaba, ja, dann ist das andere die Crisscross. Ich glaube, die können wir bald ernten, aber auch wirklich nur eine. Ich hätte wohl doch mehr gießen müssen, aber das weiß man immer nicht. Ja, aber wir haben eine Melone. Hier habe ich dann auch nochmal Feldsalat reingemacht. Also ich versuche wirklich jedes Plätzchen auszunutzen, solange wie es geht. Ja, und schwenke ich euch mal hier rüber, wenn ihr das sehen könnt. Hier ist die Zucchini
diese Runde, Rondo. Ich komme auch nicht mehr an Schildchen ran, wie genau die heißt, aber es ist der Wahnsinn. Das ist wirklich nur eine Pflanze. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht einen speziellen Boden oder keine Ahnung. Jedenfalls wuchert die hier komplett alles zu. Hat uns ein paar schöne Früchte gegeben, ich sag mal jetzt so insgesamt vielleicht 15. Ein paar sind jetzt auch wieder noch dran. Aber die Pflanze ist ja der Wahnsinn. Also da werde ich aber nächstes Jahr, glaube ich, nicht nochmal nehmen, weil da finde ich dann die gestreifte, längliche Zucchini vom Ertrag her besser und auch die wuchert nicht so. Also hier kommt man ja gar nicht mehr durch. Also das hätte ich ja nie gedacht, das ist wirklich eine Pflanze. Ich habe nochmal nachgeguckt in den Gartenrundgängen, ne? Weil ich gedacht habe, Mensch, hast du da zwei reingesetzt? Nee, es war wirklich nur eine Pflanze. Und ganz viele Blätter eben kaum... Oh, da ist noch eine Pflanze. Jetzt zeige ich euch die mal, damit ihr das... Oh, ich muss mal hier rüber ratscheln. So, hier ist nochmal... Die könnte schon fast ab, so ernte ich die fast immer hier. Also das ist diese Runde. Schmecken tut die wunderbar. Gar keine Frage, also die lasse ich ja dann auch mit Schale dran, weil ich mag das eigentlich, wenn man die Schale dran hat. Und hier vorne ist auch noch eine, sehe ich gerade. Ja, die wird jetzt heute oder morgen, nee, heute werde ich nicht mehr schaffen, aber die werde ich wohl morgen dann auch abernten und nochmal wieder Schnitzelchen von machen. Da gibt es demnächst auch ein Video. Aufgenommen ist es schon. Ich habe es noch nicht geschafft zu schneiden. So, jetzt gehe ich mit euch noch mal hinten da schnell zu der Gurke. So, hier seht ihr mal diese Gurke, die ich euch vorhin vorne gezeigt habe bei den Tomaten. Das ist dieselbe. Das ist hier auch die Delistar. Die habe ich allerdings hier nicht hochranken lassen, sondern einfach hier auf der Erde. Und sie hat uns hier auch schon viele Früchte geschenkt. Hier ist noch eine große dran, die ist schon wieder bald zu groß, aber für Gurkensalat oder Schmorgurke geht das immer noch. Also sie wächst wie im Gewächshaus, sie wächst im Freiland, sie rankt oder ihr könnt sie auch kriechen lassen. Also dies ist, war die Delistar, eine hellhäutige Salatgurke, die gefällt mir ganz gut. Ja, und hier kann ich hier schon mal reinschwenken, komme ich da nachher nicht mehr hin. Hier steht in voller Pracht der, die Flower Sprouts. Die Pflanze an sich richtig super, aber irgendwas ist hier auch, diese ganz kleinen Fliegen oder was, keine Ahnung. Obwohl ich hier so ein Schutznetz habe, ne? Aber ausbilden tut sich da noch gar nichts. Aber ich denke mal, das dauert wohl auch noch ein bisschen. Ich mache das jetzt mal schnell wieder zu und dann treffen wir uns im Paprikagewächs. So, jetzt stehe ich hier vorm Paprikagewächshaus. Und hier geht im Moment die Post ab. Ich zeige euch das mal. Hier, wenn ihr das seht. Richtig tolle Paprika. Die müssen jetzt nur noch reif werden. Hier unten. Oh, ich komme da gar nicht hin. Doch, hier unten wird schon einiges rot. Hier wird schon was gelb. Das ist so eine... Hier, die ist wirklich richtig schöne gelbe Blockpaprika. Hier hinten das, oh, ich muss euch mal hier so rübernehmen. Hier hinten das ist diese Aconcordia, die große Spitzpaprika. Ich komme da gar nicht hin, die sind hier so. So, die sind aber noch grün, aber schon riesig. Das hier müsste eine Orange werden. Hier ist schon was orange. Aber die sind ein bisschen klein geworden. Aber ist egal. Hier hinten ist noch eine Peperoni. Mit 2, 3, 4 Früchten dran. Oh, Entschuldigung. Und hier, das ist auch noch, nee, das müsste noch eine Orange werden. Und hier ist die, ja, wir mussten die schon so festbinden hier. Die müssen wir auch nochmal wieder festbinden. Das ist die Tequila Sunrise. Von der Nadine von Sandlebensgartenkanal. Das hier wird eine rote Blockpaprika. Also da sind 3, 4 Früchte dran, die schon müssen jetzt wirklich nur noch rot werden. Hier müssen wir auch schon wieder festbinden, dass uns das nicht wegklappt. Und hier vorne, das ist die Antalya Den, eine rote Spitzpaprika.
Die hat allerdings nur zwei, nee, drei Früchte dran und ist so klein und mickrig. Kann ich jetzt auch nicht sagen, warum. Aber so weit sind wir zufrieden. Besonders hier mit der gelben. Ich muss hier wieder raus, das ist eine Hitze hier dran. Ja, also ich denke mal, ein paar Paprikas werden wir hier ernten. Wenn die jetzt noch alle schön ausreifen, die Tage, ist das mehr als genug, was wir brauchen. Ja, dann schwenke ich euch mal gleich hier rüber. Steht ja dann gleich unser Gurkengewächshaus. Hier vor habe ich ja die hier diese kleine Chili, die gelbe, die ich letztes Jahr auch hatte. Chili Piquillo Amarado. Das ist so eine kleine gelbe, ganz milde. Ein paar Früchte setzt sie auch schon an. Die hatte ich letztes Jahr ja im Gewächshaus. Da kam sie bedeutend besser. Aber man kann nicht alles haben, ne? Ja, und das ist jetzt noch hier unser Gurkengewächshaus. Ich habe einige Blätter abgeschnitten, die schon befallen waren von der Braunfäule. Aber wie ihr sehen könnt, juckt diesen Pflanzen das Weg gar nicht. Also die haben richtig schön, da ist noch schon wieder eine Gurke, zwei. Dann ist hier auch noch, also man kommt hier schon fast nicht mehr rein zum Ernten. Also einige Gurken sind noch dran. Eingekocht habe ich davon genug. Also die essen wir jetzt immer mal so, mal als Schmorgurke oder Gurkensalat oder einfach nur mal so. Also ich denke mal, jetzt geht es mit den Gurken dann langsam zu Ende. Aber so sehen die Gurken noch ganz gut aus. Sie haben auch immer noch Blüten ohne Ende und setzen immer noch an. Also Gurkenjahr kann ich sagen, war super. Ja, wo gehe ich mit euch jetzt hin? Oh, ich denke mal, auf den Hochbeeten werde ich jetzt, oder nee, wir gehen jetzt erstmal, wir sind ja noch hier vorne. Ach so, ja, ich habe euch noch hier gar nicht hier unten gezeigt. Oh, hier muss ich mal wieder hochholen. Hier ist ja noch der Kohlrabi unter. Also die zwei sieht man noch nicht, ne? Hier ist ein schöner und da ist ein schöner, aber die anderen sind nicht wirklich gewachsen. Also das heißt für mich, ich mache hier mal wieder zu, hier unter kann wirklich nur so Sachen, die nicht viel Sonne brauchen. Da muss ich mich noch mal informieren, ob das vielleicht für rote Beete zutrifft oder so. Ja, mal gucken. Aber da werde ich schon was finden. Wie gesagt, steht ja noch auch noch diese Flowersprouts. Aber da setzt noch nichts an. Das ist hier noch alles schön abgedeckt wegen dem Kohlweißling. Und hier habe ich noch bisschen Brokkoli zwischen. Da habe ich auch schon immer was abgeerntet. Die lasse ich jetzt immer stehen, dass noch die kleinen ausgebildet werden. Dann hat man auch immer mal was. Ja, hier vorne ist noch eine Erdnuss. Ne, zwei haben wir noch. Die anderen sind leider eingegangen und haben nichts gebracht. Also ich denke mal, Deutschland ist kein Erdnussland. Aber es war ein Versuch wert. Ja, wie gesagt, hier in den Kübeln, wo denn nichts mehr drin war, habe ich dann immer wieder was nachgepflanzt. Hier schon mal ein kleiner Blick in den Tomatendschungel. Aber da gehe ich mit nachher mit euch rein. Ja, hier ist dann auch, aber ihr seht mal hier, das sind diese, ach, wie heißen sie nun wieder? Elstern. Hier auch das Schildchen wieder. Steckst du rein, nächsten Tag ist es weg. Also die machen hier ganz schön Randale. So, dann mache ich euch mal hier das auf. Hier habe ich jetzt schon mal einiges an Brokkoli geerntet. Und dann lasse ich das ja immer noch stehen, weil sich hier dann immer noch kleine Brokkoliröschen ausbilden. Wo man dann auch noch mal eine Mahlzeit kriegt. Ich schwenke euch mal hier rein. Da hinten kann ich auch schon wieder ernten, sehe ich gerade. Also ein bisschen lasse ich den noch stehen. Ja, da sehe ich schon, können wir schon wieder ernten. Man kommt manches Mal, manchmal wieder zu hier, gar nicht so schnell nach, wie man alles aufbrauchen muss. Ja, so, ich werde mal mit euch jetzt noch auf die Hochbeete schauen.
Und dann gehe ich mit euch zum Schluss nochmal ins Tomatengewächshaus. Hier haben wir, wo ich gedacht habe, da kommt gar nichts mehr. Schaut mal, das ist von meiner eigenen Anzucht oder Aussaat. Oh, Anzucht, es ist heiß. Der grüne Blumenkohl, einer davon. Und manche sind jetzt hier noch ein bisschen kleiner. Aber da kommt überall was. Ich weiß nicht, das kann ich gar nicht so richtig mit der Kamera einfangen. Aber das lasse ich so lange stehen. Über diesem Netz. Aber nächstes Jahr werde ich dann doch wieder mir noch ein feinmaschiges Netz besorgen, weil irgendwas kraucht hier doch. So, und das hier ist der violette Blumenkohl. Ich hoffe, man kann das erkennen. Der ist ein bisschen geschossen, glaube ich. Der ist jetzt nicht so im Ganzen. Aber essen werden wir den trotzdem. Ja, wie gesagt, hier steht dann nur noch Blumenkohl drin. Und eben ein Haufen Krabbelzeug. Ja, den muss man dann wirklich schön spülen, in Salzwasser legen, dass alles rauskommt, was da nicht reingehört. Aber dann werden wir es essen. So, dann habe ich hier Hochbeet Nummer 2. Da waren ja noch die Möhren und Steckzwiebeln abgeerntet und habe jetzt noch mal Radieschen nachgesät und auch noch mal versuchsweise Möhren, aber hier kommt noch nichts, sehe ich, ganz klein bisschen. Das ist auch nur ein Versuch, dass noch ein bisschen was steht, wenn jetzt nachher die Radieschen abgeerntet sind. Und hier ist noch ein Wirsing, kommt hier Fasilia wieder rein und das bleibt dann über den Winter stehen. Der schließt sich jetzt hier gerade. Das sieht doch noch ganz gut aus. Hochbeet 3, da kann man sehen, da kommen noch Möhren. Da hat es geklappt und Radieschen auch. Oh, ich muss mal die Hand wechseln, wird lahm. Ja, und dann stehen hier noch ein bisschen Lauchzwiebeln. Die ernte ich immer so nach und nach ab, wenn ich es brauche. Aber hier kommen die Möhren echt besser. Weiß ich nicht, liegt, ist wohl auch sortenabhängig. Hier habe ich das Ganze auch nochmal gemacht auf Hochbeet Nummer 4. Noch ein Paradieschen und hier steht noch der Wirsing. Also ich denke, dieser hier wird der nächste erste sein, der erntereif ist. Der sieht schon mal ganz gut aus. Und dann ernten wir das so nach und nach ab. Und wie gesagt, da kommt dann Fasilia rein. Ja, und wie ihr hier von hinten so sehen könnt, der Wein ist der Wahnsinn dieses Jahr. Michi hatte den schon einmal geschnitten, weil der so ausgetrieben ist. Den könnte er schon wieder schneiden. Ich werde mal einmal rumgehen, da ist eine Ecke, wo ich besser rankomme. Dann kann ich euch auch mal die Weintrauben zeigen. Also es hängt voll mit Weintrauben. Richtig klasse. Aber wie gesagt, hier von der anderen Seite ist kein Durchkommen mehr. Der treibt aus, das ist der Wahnsinn. Ja, dann haben wir ja hier noch unser kleinen Blumengarten, wo alles blüht. Hier sind noch ganz viele Gladiolen, Kresse. Hier kommen schon die ersten Astern. Die Stockrosen sind verblüht. Dort hinten seht ihr noch die Studentenblumen oder Tagetes. Was das hier vorne ist, weiß ich selber nicht. Also so blumenmäßig bin ich da nicht so angehaucht. Dann habe ich hier so einen kleinen Blühstreifen gemacht. Da sind jetzt so schön kleinwüchsige Sonnenblumen noch zu sehen. Das weiß ich selber auch nicht, was das ist. Es fängt bestimmt dann auch demnächst an zu blühen. Ja, das war so eine Mischung, die wir geschenkt bekommen haben. Also hier tummelt sich das. Noch schöne Sonnenblumen. Hier die Kresse, also die ist auch wirklich toll. Die hat immer so schöne Blüten, die trotzt jedes Wetter. Ja, und das war, glaube ich, hier mal so eine Distelart. So genau, wie gesagt, weiß ich das nicht, aber was Blühendes in jedem Garten. Hier steht das alles voll. Mit ein paar Bäumchen, Obst und so. Ja, hier, das war die Jockelbeere, glaube ich.
Hier sind noch ein paar Himbeeren, die jetzt allerdings schon abgeblüht sind. Und hier irgendwo zwischen ist unser Feigenbäumchen. Ah, hier sehe ich ihn, aber angewachsen ist er richtig gut. Wie gesagt, hier müssen wir mal freischneiden. Ich hoffe mal, dass nächstes Jahr ein paar Feigen dran sind. Weil dann ist es das zweite Jahr denn, oder dritte Jahr sogar. Mal gucken. Ja, dann gehe ich mit euch jetzt noch ins Tomatengewächshaus. Und dann gucken wir mal, was da noch so abgeht. Hier in den Tomatendschungel gehen. So, hier vorne haben wir schon mal gleich die Fleischtomate Pantano. Also da muss ich ja sagen, die hat wirklich, die schmeckt super. Und die hat wirklich ganz, ganz viele Früchte dran. Sehr ertragreich. Da nehme ich mir auch Saatgut ab. Die, und hier sind noch viele, viele Grüne. Die ist gerade abgefallen. Das ist die ganz normale Cocktailtomate. Die werde ich dann gleich mal aufessen. Hier ist die Black Cherry, glaube ich, war das. Die von, also sind auch super lecker. Hängt hier alles voll. Ich muss mich mal hier durchrammeln. Ja, hier ist diese Green Zebra. Ist mehr was fürs Auge. So richtig schmecken tut die mir auch nicht. Aber zum Einkochen, denke ich mal, ein bisschen Saft geht das schon. Hier habe ich dann die Torgorific, die kleinste Fleischtomate, die ich habe. Die schmeckt super. Die bleibt wohl, denke ich mal, nächstes Jahr auch. Ja, und hier habe ich noch die Cherry, aber da ist im Moment keine mehr dran. Kann sein, dass sie hier oben. Doch hier oben kommt noch was. Aber die sind noch nicht reif. Ja, und hier hinten ist noch meine Beauty King. Da ist auch noch ein, zwei, drei sehe ich noch. Hier ist die Goldstreif. Auch eine richtig leckere kleine Tomate. Gefällt mir. Hier ist nochmal die Milchperle. Die hat auch ein paar gute Früchte getragen, aber so die letzten hier, die sind jetzt ein bisschen kleiner. Kann man essen. Und hier sehe ich gerade, ist die Gigant. Die kriegt jetzt doch ein paar schöne Früchte. Die wollte erst auch nicht so. Und das ist die Regina. Da habe ich noch gar keine gegessen. Die sind jetzt erst reif. Ja, demnächst werde ich die alle mal abernten. Oh, ich muss mich mal kurz hier so. So, und hier ist wie gesagt das sibirische Birnchen, was kein Birnchen ist. Also da ist dann irgendwo, aber schmecken tut sie auch ganz lecker. Aber zum Einkochen oder mal so im Salat schmeckt eigentlich jede Tomate. Und hier habe ich noch die lila Tomate. Das ist auch sowas wie eine Black Cherry, nehme ich mal an, weil die schmecken ziemlich gleich. Auch sehr viele Früchte, die richtig lecker sind. Wie gesagt, noch die gelbe Tomate. Und hier diese komische, die Spanier heißt. Jetzt habe ich hier schon zwei Tomaten in der Hand, weil die mir abgefallen sind. Ja, eher auch eine. Hier, das ist die rote Spanier, auch mehr so Typ Manzano Tomate, mehr was zum Kochen. Und hier zu guter Letzt ist die Cozzuola 133. Die hat jetzt richtig schöne Früchte und die schmeckt auch wirklich super. Da sind jetzt schon einige reif. Dann nehme ich mir gleich mal eine ab. Die hat was. Also die mag ich. Ja, ihr Lieben, das soll es schon gewesen sein mit unserem Gartenrundgang August. Ich blende euch hier noch mal ein bisschen den Dschungel ein. Also nächstes Jahr muss ich noch weniger Tomatenpflanzen nehmen, weil das ist hier echt ein Dschungel. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Demnächst werde ich noch ein paar Rezepte-Videos raushauen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ja,
dann euch ein schönes Wochenende. Bis dann, sagt eure Doreen von Midos. So, die Ausbeute von heute, einmal durch den Garten. Jede Menge Gurken. Da habe ich noch einige Ufo-Zucchinis und eine runde Zucchini. Da hinten noch etwas kleinere Gurken und ein paar bisschen Schnittlauch, Petersilie und Maggikraut. Und meine erste Lieblingstomate, die Beauty King, ist reif. Die werde ich mir heute Abend schmecken lassen. Da freue ich mich drauf. Ja, jetzt heißt das alles verarbeiten, verarbeiten, verarbeiten. Gut, dann werde ich mich mal an Schaffen machen.